ein fünffacher Axel Tollop. Ha? Das war eine eisige Geschichte. Jetzt wird mir so richtig warm ums Herz, weil ich neben der Ursula stehe und hier, da riecht's nach Käse. Was ist das für ein Käse? Ein Ländle-Raclette-Käse. Ein Ländle-Raclette-Käse wird ausgegeben hier am Burermarkt in Tschagons. Also ich weiß ganz sicher, damals hat es noch keinen Bordservice gegeben mit Ländle-Raclette-Käse in den Postbussen hier im Montafon im Jahr 1905. Staubig aber war es damals auf den Landstraßen. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, wir werden es klären, gemeinsam jetzt mit Ihnen, denn wir begeben uns ins Heimatmuseum nach Schruns. Dort läuft derzeit die Ausstellung wie ein staubiger Komet. Beinahe schon sphärisch mutet der Titel an rund um den staubigen Kometen. Man könnte meinen, Star Trek, Raumschiff Enterprise oder fremde Galaxien werden beleuchtet. Dabei ist's eine Reise in die Vergangenheit. Und Reisen bedeutet mobil sein. So brach mit der Eröffnung der Montafoner Bahn zwischen Schruns und Bludenz vor etwas mehr als 105 Jahren, am 18. Dezember 1905, ein neues Zeitalter der Mobilität im Tale an. Ja, das neue Zeitalter kann man im Prinzip so verstehen, dass sich vor 100 Jahren grundsätzliche Dinge in der Mobilität verändert haben. Bis dorthin war der Kommunikationsraum Straße im Vorderraum gestanden. Das heißt, alle Menschen, die hier im Tal gelebt haben, haben von der Straße auch ihre Informationen bezogen, und das ändert sich vor 105 Jahren. Mit diesen neuen Verkehrsmitteln wird dieser Kommunikationsraum gestört. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist ganz sicherlich auch die Geschwindigkeit. Bis dahin war alles überschaubar und die Geschwindigkeit nimmt nun massiv zu, und der Ausstellungstitel Staubiger Komet sagt das ja schon sehr, sehr schön. Komet steht für Geschwindigkeit und staubig steht natürlich auch jetzt für negativ empfundene Emissionen, etwas, was dann gerade in den 20er und 30er Jahren ein massives Thema ist. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, das auch deutlich die Änderung im Zuge dieser Mobilitätserneuerung zeigt, das ist die Demokratisierung, denn bis dorthin war eigentlich Verkehr, Reisen nur jener Bevölkerungsschicht vorbehalten, die das Geld hatten. Und das ändert sich mit der Eisenbahn, mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Es können sich eigentlich breite Bevölkerungsschichten auch eine Reise erlauben. Heute wird ja Mobilität unterschiedlich wahrgenommen. An einem Skitag können einerseits mühelos viele Höhenkilometer dank leistungsfähiger Liftanlagen gewonnen werden. Andererseits führen die nachfolgenden Staus auf der Straße bei der Heimreise die Grenzen der Mobilität vor Augen. Unser Ziel ist es ja nicht nur in der Vergangenheit zu verharren und sozusagen geschichtliche Dinge zu zeigen aus der guten oder schönen alten Zeit, sondern wir möchten ja, wenn es geht, immer wieder den Fokus auf die Gegenwart und wenn es irgendwie möglich ist, auch in die Zukunft lenken. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Mobilität, wenn man es anhand von historischen Bildern anschaut, das ist diese gute alte Zeit, die man zum Teil auch nicht mehr haben will, eben weil man glaubt, dass ja die Technisierung und die verbesserte Mobilität Vorteile gebracht hat. Aber mit diesen kleinen Punkten, mit diesen Hinweisen wollten wir schon ganz klar und deutlich darauf hinweisen, dass dem nicht immer so ist. Allerdings, und damit sprechen Sie auch ein Problem der Museumsarbeit an, uns fehlen mitunter dann auch die personellen und auch die finanziellen Ressourcen, solche Dinge dann im Detail weiter zu verfolgen. Übrigens, der Ausstellungsname wie ein staubiger Komet stammt vom britischen Touristen Francis Smyth, der 1935 mit dem Postbus von Schruns nach Parthenon unterwegs war. Die Fahrt auf der staubigen und nicht asphaltierten Landstraße erweckte für ihn den Anschein, dass der Postbus rasend unterwegs war. Eben wie ein staubiger Komet.